Moin Leute! Ja, hier ist das versprochene Video jetzt. Mein nächstes Projekt, das steht direkt vor mir, das könnt ihr noch gar nicht sehen. Und ich will es euch vorstellen. Ich habe schon ein paar Sachen gemacht und ja, heute ein bisschen windig. Tut mir leid. Vorher muss ich euch ein bisschen noch dazu erzählen. Also, ich bin schon jetzt 35 und ja, ich habe mich immer geweigert, Führerschein zu machen. War halt für mich immer so eine Sache, nee, mach ich nicht und will ich nicht. Alles kann ich mit meinem Fahrrad erledigen. Ja, naja, wann habe ich es dann doch gemacht? Ja, letztes Jahr im September fertig geworden, beziehungsweise angefangen und fertig geworden bin ich Ende Januar. Einige von euch wissen das ja schon. Mein neues Projekt. Ich habe mir gekauft ein Dacia Duster von 2014 und ja, oben drauf Dachbox, CB-Antenne, wie es sich gehört. Und ja, wir sind halt zu viert und wenn man mal verreisen will, dann ist das halt eine andere Geschichte. Brauchen wir ein bisschen mehr Gepäck. Er wird sich verändern. Er wird sich noch ein bisschen mehr verändern, als ihr es schon seht. Also Dachgepäckträger habe ich ja schon, Dachbox auch schon. Ja, CB-Funk im Auto ist auch erledigt. Ja, und ja, so will ich es, mein neuestes Projekt so noch mal ein bisschen ausbauen und es war in den letzten Tagen so schön, jetzt ist Wind, scheiße. Ja, ich werde euch noch ein bisschen was zu dem Auto erzählen und aber dafür gehen wir rein, da ist ein bisschen windstill. Ja, willkommen in meinem neuen Projekt. Ihr seht, ein Dacia Duster, Baujahr 2014, wie ich sagte, und gekauft habe ich ihn mit 124.000 auf der Uhr. Ja, es ist ein Diesel. Warum habe ich mich für einen Diesel entschieden? Ja, ganz einfach. Die anderen, die ich mir angeguckt habe, die haben mir einfach nicht gefallen und waren auch noch, einmal vom Unterhalt nicht wirklich viel billiger und ich werde jetzt so nach und nach hier ein bisschen was machen. Ja, hier ist Platz für uns vier drinne, mehr als genug, nur für der Kofferraum wird wahrscheinlich kaum für den Urlaub reichen. Es wird sich halt zeigen. Ne? Es ist mein erstes Auto. Wie gesagt, ich habe noch gar nicht so lange meinen Führerschein. Ich habe immer gesagt, nee, brauche ich nicht, will ich nicht und lasst mich damit alles in Ruhe. Ja, aber ich muss euch sagen, diejenigen, die mir das gesagt haben, die hatten alle recht. Das Auto verleiht mir jetzt ein Freiheitsgefühl, was ich so vorher noch nicht gekannt habe. Es spart eine Menge Zeit. Ja, die Familie hat auch natürlich was davon, ne? Ja, und somit waren wir auch schon eine ganze Menge unterwegs. Wir haben uns schon viel angucken können, wo man so mit Bus und Bahn ja teilweise einen halben Tag für braucht. Es ist halt immer so eine Zeitgeschichte. Ich werde ja auch nicht jünger. Naja. Also, ihr wisst jetzt Bescheid, wenn ihr mich bei dem Projekt unterstützen möchtet. So Ausbau, Haltbarkeit erhöhen. Ich will jetzt hier nichts tunen.
Ich möchte nur, dass er lange hält. Ne? Und ja. Was soll ich euch noch zu dem Auto erzählen? Ja, es ist ein Dacia Duster Prestige mit dem 109 PS Diesel und ja, hat eigentlich alles, was das Herz begehrt, also preis-leistungsmäßig nicht zu übertreffen, finde ich. Also elektrische Fensterheber, Mittelarmlehne und Klimaanlage, Sitzheizung für vorne, Navigationssystem drin. Das werde ich euch dann nach und nach noch alles zeigen. Ja, ja. Das war erstmal das kleine Video. Ich zeige euch noch ein paar Bilder davon. Und ja, viel Spaß.